Und damit herzlich willkommen zurück bei Mount & Blade. Ja, ich hatte ein paar kleine technische Probleme, die ich jetzt so mehr oder weniger nicht beheben konnte. Und zwar der Sound hatte so ein komisches Knacken. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, woher das kam. Es war mit einmal da, ich habe den Rechner runtergefahren, wieder hochgefahren und auf einmal war es da. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe jetzt diverses ausprobiert, um dem entgegenzuwirken. Deswegen ist jetzt gestern auch die Folge ausgefallen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe das Internet von oben bis unten durchsucht, um irgendwelche Hinweise zu finden, wie man das fixen kann. Alles, was angekündigt wurde, wie es funktionieren soll, hat nicht funktioniert. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe jetzt den Ingame-Sound ausgemacht, also die Musik, und habe jetzt praktisch eine Playlist im Hintergrund laufen mit den Soundfiles, die man halt per Installation auf den Rechner gezogen bekommen hat. Ist jetzt ein bisschen unpassend, weil die Musik wahrscheinlich ab und zu nicht richtig hinhauen wird. Ich meine, das ist besser als nichts. Was ich jetzt aber angelassen habe, ist der Sound, den Personen von sich geben, also Schreie und so weiter, genauso wie das Blocken vom Schild oder das Schießen mit vollem Bogen, das klingt ein bisschen cracky. Ich will mal gucken, ob das verkraftbar ist, weil ganz ohne wollte ich es eigentlich auch nicht haben. Aber das war auf jeden Fall das geringere Übel, als jetzt hier die ganze Zeit entweder komplett ohne Sound zu spielen oder halt mit diesem crackigen Soundfile. Von daher, also zur Not kann ich den Sound, von dem die Leute hier machen, auch noch ausstellen. Das würde auch noch gehen. Aber ich habe es halt echt nicht gefunden, wie man es fixen kann. Von daher, wenn irgendjemand eine Ahnung hat, was ich noch machen kann. Also ich habe einen Treiber aktualisiert, ich habe den Rechner neu hochgefahren, ich habe das Spiel neu installiert. Ich habe es als Administrator gestartet. Ich habe die Datei, ich weiß gar nicht, wie hieße, RCL... Confirm, auf jeden Fall die bei dem im Dokumente-Ordner drin ist, diese eine Zeile, die man auf 0 ändern soll, habe ich geändert. Die wird auch komischerweise immer wieder auf 1 zurückgesetzt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber wie gesagt, ich habe diverses ausprobiert. Ich saß jetzt bestimmt 2, 3, 4 Stunden hier und habe es die ganze Zeit einfach nur ausprobiert. Es hat nicht hingehauen. Und jetzt habe ich gesagt, gut, jetzt versuche ich es so. Weil, was willst du sonst machen? Abgesehen davon gehe ich auch nicht davon aus, dass wir noch lange brauchen werden in diesem Spiel. Ich hoffe, dass... Also gut, es ist doch noch ein bisschen was. Aber ich hoffe, es ist verkraftbar. Abgesehen davon haben wir auch nicht mehr so viel Zeit, bis Mount & Blade 2 rauskommt. Und bis dahin habe ich eigentlich gehofft, schaffe ich das. Mal gucken, wie weit wir schaffen. Also starten wir mit unserer Belagerung auf Burg Ruß. Was auch immer. Also warte mal, bevor wir damit anfangen... Genau, ja, hier hört man es auch so ganz leicht im Hintergrund. Ist auch gerade ein bisschen überbelichtet, kann das sein? Warte mal, da müssen wir auch nochmal gucken. Das sehe ich doch hier gerade. Das ist doch... Jedes Kamera, das müssen wir auch mal ein bisschen runterstellen hier. Reicht 2? Gehen wir mal die Truppen. Nee, das müssen wir noch ein bisschen weiter runter machen. Wieso... Oh, ist ein bisschen zu dunkel jetzt. Ja. Ja, ja. So Kleinigkeiten, die man nicht auf dem Schirm hat. Ja, so kann ich damit leben. Ist schon okay. Gut. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich hier alles verbessert? Ja, habe ich. Meine Güte, ich bin ein bisschen durch jetzt gerade. Aber passiert. Errichten wir mal einen Belagerungsturm. Wie sah's denn aus? Die zwei Burgen wollten wir jetzt hier attackieren, genau. Als nächstes würde dann Burg Zurin. Gucken wir mal, wie weit wir es schaffen. Schön, ja, ja. Finde ich gut, dass uns schon so viel von den Ländereien gehört. Das ist schon fast die Hälfte, würde ich meinen, ne? So ein bisschen mehr als die Hälfte vielleicht sogar. Deswegen jetzt ordentlich Druck aufbauen, damit wir hier auch zeitig... Dass wir es auch alles rechtzeitig schaffen hier mit dem, mit der Belagerung. Mit dem Spiel für Mount & Blade 2 dann. So. Dann wollen wir mal. Ja, da hört man es schon so ein bisschen, wie der Sound ein bisschen unrund läuft.
Alter, was ist denn das? Warum tue ich ihn hier nicht? Ja, wie gesagt, ich hoffe, das ist verkraftbar. Ich muss mal gucken, ob ich damit selber überhaupt klarkomme. Sollte es mich selber zu sehr stören, dann werde ich den wahrscheinlich komplett ausmachen. Ist zwar auch kacke, weil der dann... ja, praktisch hier taub durch das Spiel rennst, außer mit ein bisschen... Musik. Aber naja. Ich habe halt echt keine Ahnung. Ich habe halt, wie gesagt, nichts an dem Spiel geändert. Von einem auf den anderen Mal hat es auf einmal angefangen, diesen cracky Sound von sich zu geben. Das ist so manches Mal, frage ich mich eigentlich, was hier eigentlich los ist. Gut, schießen kann ich deswegen aber immer noch nicht. Daran hat sich nichts geändert. So. Ich hasse Nord, ey. Diese elendigen Axtwerfer hier immer. Oh, ich habe keine Pfeile mehr, Jungs. Ich klau mir mal ein paar von euch hier, ne? Jo, danke, 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 jo, danke. Moin, grüßt euch. Danke. Ja, hier sind ja auch noch gut Pfeile. Pass auf, dann nehmen wir uns hier die auch nochmal mit. Schwert brauchen wir eh nicht. Bis wir da auf die Mauern gestürmt sind. Ja, nee, das schaffen wir nicht, da sterben wir einfach instant. Da wirft uns einfach jemand direkt eine Axt ins Gesicht und dann war es das gewesen mit uns. Deswegen schön auf Distanz bleiben, Pfeile sammeln, Schild behalten, just for the case. So, Pfeile, ja, okay, können wir keine mehr mitnehmen. Oh, da oben hocken sie. Aua. Schießt zu niedrig. So, jetzt hier ein bisschen rüber. Ja, noch ein bisschen rüber. Aua. Ey, der Belagerungsturm schiebt mich weg. Das finde ich jetzt ja frech. Ja, hier schön die Pfeile. Übrigens interessant, dass auch jetzt der Sound wieder weg ist. Ganz kurzen Moment. Okay, das scheint wirklich ein Soundfehler zu... Also das ist tatsächlich nicht irgendwie, dass das Spiel denkt, okay, ich spiele jetzt einfach keinen Sound mehr ab, sondern das ist scheinbar wirklich in der Soundfile, habe ich gerade gesehen. Also da ist wirklich einfach so am Ende 2-3 Minuten nix. Keine Ahnung warum. Muss definitiv einen Zweck haben. Ist bestimmt richtig so. So. Da hört man sie auch schon fleißig von oben rufen. Ja. Man hört es tatsächlich. Also es ist nicht der schönste Sound, den man hier empfängt, aber naja. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ist natürlich jetzt echt schade. Ich könnte natürlich auch jeden einzelnen Sound selber einfügen. Aber das würde mich Jahre des Arbeitens kosten. Wie auch immer. Also es wäre unglaublich aufwendig. Und ich, nicht, dass ich das nicht machen würde, aber mir fehlt da halt echt die Zeit für. Ich meine, ich muss ja auch noch arbeiten und hab noch so allgemeine häusliche Dinge zu verrichten, wie zum Beispiel Essen machen, Wäsche machen, was auch immer. Und ja, würde dann halt eine Folge bestimmt eine Woche dauern oder so. Und da sind wir, denke ich, alle so besser bedient.
So, du Kollege da hinten. Wie schaut's aus? Darf ich dich bitte ins Jenseits befördern? Bitte? Danke. Oh, die Bogenschütze stehen schon mal da unten alle. Das ist schon mal sehr schön. Oh, moin Jungs. Wie schaut's aus? Es liegt übrigens auch nicht daran, dass irgendwie meine Boxen oder so einen Fehler haben, dass dieser creaky Sound kommt. Ich meine, alles andere funktioniert tadellos. Sämtliche andere Spiele oder YouTube oder was auch immer, alles einwandfrei. Nur halt das hier nicht. Dann verpiss dich doch einfach. So Leute, wie schaut's aus? Aua. Ich hätte gehofft, wir kommen ja irgendwie auf die Welle drauf, aber das funktioniert ja gerade irgendwie nicht so gut. Trottel. Och Leute. Haben sie das Schild schneller kaputt gekriegt? Diese Huskals, ne? Okay, das war ja einfach nur scheiße. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Leute wir verloren haben. Ach, ist ja auch egal. Und der Belagerungsturm dauert auch viel zu lange. Sollen wir kurz unsere Leute verbessern? Da haben wir noch 100 Huskals hocken da noch drauf. Ach du, auch jetzt nerv mich nicht. Mimi, wir haben keine Moral, wir verpissen uns. Tschüssi. Solche Lappen, ey. So. Ach so, okay, ich wollte schon sagen, hey, was ist denn jetzt passiert? Aber okay, finde ich gut. Buch zu Ende gelesen. Moral zu niedrig. 23 Stunden noch. Moment, warum hat er die Burg weggegeben? Hat sie sich selber übergeben? Auch gut, aber warum? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Wird bestimmt einen Grund haben. So. Sag mal, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt hier mache? Also nur so 82 zu 16. Ja, das ist doch schon mal ein sehr guter Deal. Ich führe meine Jungs selber in den Kampf. Deep in the night. Ein Bogenschütze weg. Zwei Bogenschützen weg. Hier so. Du bist der dritte im Bunde. Ja, 100 Huskals auf dieser Scheißburg, ne? Da habe ich schon wieder überhaupt keinen Bock drauf. So. Weiter geht's. Na komm. Oh, Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile.
Ist ja gut, Leute. Hört mal auf, mit Pfeilen auf mich zu schießen. So. Das sind halt auch teilweise andere jetzt. Ist da irgendein Lord auf die Burg gelaufen? Ich hab's nicht mitbekommen. Also grundsätzlich wäre es dann halt so, wenn dem so wäre. Ich würde mich jetzt aber etwas echauffieren. Gut, Pfeiler. Oh, ich brauche auf jeden Fall alles an Pfeilen, was geht. So, Leute, ihr wartet mal hier unten. Am besten schicke ich mal die Kavallerie hier vorne hin. Das sind nämlich nicht meine Leute. Könnt ihr nämlich hier kunterbunt die Äxte fressen. So, ihr könnt näher aneinander, ihr könnt näher aneinander und ihr sowieso. Wow. Okay, den habe ich bekommen, nice. Also es sind definitiv andere Bogenschützen hier. Okay, als nächstes Bogenschützen. Ist das dein Ernst? Da dreht man sich eine halbe Sekunde weg? Ach, wirklich, ich hasse das. Ja, und ansonsten bei euch so. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Bei mir war jetzt in letzter Zeit auch nichts großartig Spannendes los. Außer jetzt hier das mit dem lustigen Bugs. Die zu fixen oder den Ursprung zu suchen. Vergebens ist natürlich sehr erbauend und erquickend für einen jeden. So, können wir nochmal machen. Supi. Haben sie noch Bogenschützen? Da vorne ist einer, da ist einer, da ist einer. Da vorne läuft einer die Treppe runter, aber das ist kein Bogenschütze. So. Du verschwindest mal bitte. Och, Alter. Könnt ihr mal bitte wen anders fokussen, ihr Spasten? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ihr seid voll doof. Wow, ich sehe alles. Cool, den habe ich erwischt. Nee. Ja, wieso treffe ich ihn jetzt nicht mehr? So. Ne, das sind Schilde, da schieße ich mal nicht drauf. So. Meine Jüde, ey.
schwere Geburt hier schon wieder mit dieser dämlichen Burg. Wie gesagt, ich muss mich beeilen auf jeden Fall. Wollen ja noch zum Release von Mount & Blade 2 hier fertig werden. Aber wenn ich so weitermache, wird das knapp. So, habe ich hier noch irgendwo ein paar Dudes mit ein paar Pfeilen irgendwie? So ein oder zwei vielleicht? Oder hier so? Pfeile nehme ich natürlich auch gerne. So. Alle Mann schön eng beieinander. Ich sagte, hier bleiben und alle Mann eng beieinander. Ernsthaft? Habt ihr das gesehen? Wie die hier so einen halben Nanometer über die... Wirklich, ich kotz im Strahl ins Essen. So, Kavallerie, ihr greift mal bitte an. Okay, wir haben scheinbar keine Kavallerie. Kavallerie. Dann Bogenschützen, bitte. Hier vorne einmal auf den Turm. Wo sind denn noch welche? Hier links ist noch einer. Okay. Okay. Ihr könnt euch mal theoretisch da unten sammeln. Vielleicht lenkt das die ab und die laufen irgendwo anders hin. Wer weiß. Verzweiflung! Okay, hat scheinbar funktioniert. Wuhu! So, wichtige Okay, da hinten ist noch ein Bogenschütz. Ich muss hier erstmal in Sicherheit. So. Da oben steht Leuten. Erstmal den da hinten wegmachen. So. Jetzt so ein nach dem anderen, ganz vorsichtig. Hey Jungs, ihr dürft angreifen, habe ich gesagt. Wow, 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 wow. Überreagiert mal nicht so, Jungs. Da kommen sie alle angeflogen hier, die Echse und weiß nicht was alles. Hat der hier noch einen Nee, hat er nicht. Hast du noch? Nee, hat er auch nicht. Mist, ist schon alles despawned. Das finde ich kacke. Zum Glück kriege ich die mit einem sauberen Kopfschuss alle tot, ey. So. Dreiner. Oh, der war scheiße. Der hat mich ja getroffen. So, ich gehe jetzt hier runter, da hinten wieder hoch und soll mir die Pfeile von dem Typen ein, der da gelegen hat. In der Hoffnung, dass das so klappt, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. So, der Sound ist aber gerade dolle leise von dem Soundtrack. Was ist das überhaupt für ein Soundtrack? Das klingt ja sehr poetisch. So, ich versuche mal hier die Skarrels zu fokussen. Ich suche mir vielleicht immer besser einen anderen Spot. Nicht, dass sie noch auf die Idee kommen hier. Oh, das ist natürlich ein geiler Turm, Alter.
Gut, von hier hinten bin ich hoffentlich safe. Oh, damit habe ich nicht gerechnet, dass hier jemand hochkommt. Also wirklich, das kam überraschend. Aber wir... 128 Leute und 58, ey, das ist so eine Scheiße. So ein räudiger Mist. Charamus ist auch K.O. Noch immer 70 von den hässlichen, ey. Oh. Wir können ja mal ganz kurz Lager, einige Zeit hier warten. Nee, will ich doch gar nicht. Aktion vornehmen. Das hier will ich lesen. Genau. Ja, ich weiß. So, was haben die denn jetzt hier noch? Ein Bogenschützen. Ja, und einen Haufen andere Dudes. Nee, warte. Belagerung abbrechen. Belagern. Wir warten bis morgen. Okay, nur noch 2.500 Money. Die ich dazu bekomme. Aha, guck mal, da ist wieder der Sound. Warten wir. Beginnen mit dem Bau. Okay, tschüss Armee. Belagerungstürme sind echt das Schlimmste überhaupt. Oh, ja, schön, die haben Krieg. Krieg erklärt. Haben die Burg jetzt hier direkt eingenommen oder war die... Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr, ey. Oh. Ich will jetzt hier einfach nur noch diese dämliche Burg erobert haben. 49 gegen 10. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Machen wir es wieder auf diese dumme Weise hier. Bogenschützen? Ich dachte, die haben keine mehr. Die haben schon mal wieder welche ausgebildet. Das ist jetzt ja Next Level Frechheit, also wirklich. Was fällt euch eigentlich ein hier? Hallo, ich hab dich erschossen. Du musst umkippen. Genau. So ist gut. Das war jetzt auch nicht der klügste Move von ihm, aber okay. Gucken wir mal, ob der Pfeile dabei hatte. So. Ey, sag mal, Jungs, was ist mit euch? Könnt ihr nicht mal irgendwie ruhig stehen bleiben? Elendigen Zappelhansen hier. Da oben sind ja noch Bogenschützen. Okay. Einmal hier rüber marschiert. Hä? Hat der gar nichts dabei gehabt? Das ist, glaube ich, jetzt ja nicht. Laufen! Dü 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 d
Tim. Nee. So. Da war ein Pfeil. Hier sind Pfeile. Wartet, Jungs. Ruhig Blut. Deine Pfeile brauche ich noch. Hör auf, die wegzuschießen. Okay, dann greift mal allesamt an jetzt hier irgendwie. So, moin Jungs. Servus. Alter. Hey. Ja, aber die Musik passt jetzt auf jeden Fall hundertprozentig hier hin. Aber das ist ja erstmal egal. Hauptsache, wir können jetzt hier erstmal aufräumen. Der hat nur ein Schwert, der hatte Pfeile. So. Hier noch irgendwo welche? Nee, ne? Da haben wir noch welche, da haben wir noch welche, da kommen wir aber leider nicht dran. Gut. Oh, ist nicht dein Ernst, ey. So. 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 Und so. Und so. Und so. Oh. Fuck. Ich hasse Huskals, ey. Die sind so mächtig. Kann mir keiner was anderes erzählen, dass die nicht OP sind, ey, mit ihren scheiß Äxten, die sie die ganze Zeit rumschmeißen. So, pass mal auf, ich muss mal mein Schwert hier gerade... Ist das dein Ernst? Trottel! Okay, das war komisch. Alter, was ist denn hier los mit euch? So. Da hinten noch ein rein und... Naja, gehen wir mal ein paar Schritte näher ran. Oh, Pfeile. Ich hätte echt auf die Nord setzen sollen, ey. Prodox sind nicht gut. Ja, da kommen neue. Da muss ich wohl mal. Pass mal auf, wir nehmen das mal. Wir nehmen mal hier seine lange Axt. Ja, ist okay, ist okay. Tschüss. Oh Mann, ey, das ist so ein schlechter Scherz hier, ey. Ich möchte heulen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich die auf der Feldkarte... Okay, das ist jetzt nicht gut. Wenn ich die auf der Feldkarte von einem anderen Lord belagern lasse, die jeweilige Stadt, dann geht das wahrscheinlich sogar besser. Oh, scheiße, hier sind ja super wenig Leute drin. Gehen wir mal fix in die Schenke. Wow, Karawanwache. Hey, cool. Schön, dass du da bist. So, Scharfschützen gehen wir drauf. Sergeants gehen wir drauf. Und die hier. Zack, bumm.
Oh, meine Lebensmittel sind ja auch on point, Alter. Die sind ja maximal vertreten. Ist jetzt echt ganz schön traurig, dass ich es in der ganzen Folge jetzt nicht geschafft habe. Ne? Diese eine Scheißstadt dazu belagern. Wo kommen denn 891 Leute her? Das müsste mir vielleicht nochmal jemand erläutern. Hallo? What? One-Shot? Ich kotze ins Essen, Alter. Die haben mich wirklich ge-One-Shottet? Das gibt's nicht. Das ist doch physikalisch absolut undenkbar, was hier passiert. Oh, keine Ahnung, wo auf einmal diese 800 Leute hergekommen sind. Ich habe da irgendwie nicht so viele gesehen. Aber hey. So einen mit 250 habe ich da stehen sehen, ja. Aber keinen mit 800. Kann ich? Darf ich? Danke. Oh Mann. Das läuft ja hier alles einwandfrei. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich gerade voll am Verkacken bin, ey. Ach du Kacke. Hey, Karawanenwache, Sind Feinde in der Nähe, ach was. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. ...170 weggemacht, ist okay. Ja, muss ich ja, ne? Oh, Skulls, weg mit euch. Es wird sich wahrscheinlich noch irgendein Nord den angeschlossen haben oder so ein Scheiß. Wenn ich hier die ganzen Huskals da so zwischendrin sehe. Wo die ganzen Rudok hierher kommen, habe ich auch keine Ahnung.
Ich habe das Gefühl, dass sich mein König denen angeschlossen hat. Einfach nur, weil, keine Ahnung. Jetzt schon keine Pfeile mehr. Na, herzlichen Glückwunsch. Moin. Der Sound crackt nicht mehr, würde ich sagen, oder? Also kommt mir zumindest gerade so vor. Ich werde gleich mal nach der Folge schauen. Wäre natürlich super random, wenn ich das Spiel einfach nur eine halbe Stunde laufen lassen muss. Das würde ich zwar nicht verstehen, warum dem so wäre, aber hey. Ich werde es gleich mal überprüfen. Jawohl, kommt her, ihr kleinen Schlingel. Kriegt ordentlich auf die Fresse. Okay, taktischer Rückzug. Gib mir die Armbrust! Natürlich auch die Bolzen. Schießen hier rein. Tut immer gut. Trifft nie den Falschen. Oh, der eine Mann von mir, der da sich... Ja, stell dich mir in den Weg. Ist okay. Völlig in Ordnung. So, weg hier. Na, es geht aber. Wir haben noch knapp 70 Leute, die gegen deren 600 oder was es waren kämpfen. Okay, krass. Kriegen meine Armbrustschütze erstmal direkt in die Fresse. Ich mache jetzt heute mal noch eine Folge mit Überlänge, da kriegen wir dann halt diese Folge komplett auf die Schnauze. Aber eine Sache müssen wir jetzt hier noch ganz kurz machen. Ja, genau. Weg mit euch. Elendigen Armbrustschützen, weg mit euch. Ich hab keine Armbrust. Pfeile mehr. Bolzen, was auch immer. Gib her ja die Belagerungsarmbrust. Kein One-Hit. Das Ding drauf ist die beste Armbrust, die es gibt. Und die macht keinen One-Hit bei diesen Billo-Leuten hier. Das ist so traurig. Ins Gesicht, Junge.
Gebt ihm. Richtig hart. Lass niemanden nach hoch hier. Oh, fuck. Muss ich aufpassen, nicht, dass sie mich hier noch wegsnipen. Das wäre natürlich ungünstig. Damn. Jawohl. Tschüss, Kollege. Fickt mit euch. Oh Mann, ey, ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, die wegzuhalten von der Stadt. Ich habe nämlich keine Lust, die jetzt auch noch wieder einzunehmen hier. So, aktuell läuft das hier alles ganz schön vorm Baum. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das ein bisschen erfolgreicher schaffen hier, nachdem wir jetzt die Wüste eingenommen haben, dass wir ein bisschen voller Enthusiasmus weiter vorrücken können, aber das scheint ja überhaupt nicht der Fall zu sein. Alter, das sind auch nur noch Elite-Leute, die da hochkommen. Ach du Scheiße. Aua. Wo kommt das denn jetzt her? Jawohl, Männers. Macht die Lücken zu. Lasst sie nicht hochkommen und haut sie um. Armbrustbolzen. Nice. Ich habe Angst. Ein schief angeguckter Bolzen, ich bin sofort tot. Diese ganzen elendigen Scharfschützen hier und alles, was da rumkreucht und fleucht, ist auch ekelhaft. Weg mit dir. Und weg mit dir. Oh. Oh Mann. Schön, dass ich meine Armbrustfähigkeiten hier verbessern kann. Ich glaube, ich hätte hier echt noch mehr Leute drauf ballern sollen, auf diese dämliche Burg. Stadt. Die Feinde sind eingetroffen. Oh Mann, 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 oh Mann. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Haben wir wieder einen Haufen Leute von denen weggerotzt, aber trotzdem sind das halt auch immer noch ein paar Hunderte, die da angestürmt kommen. Ja, kommt her, wir machen dann noch so viele, wie wir können, weg.
Fangen sie schon an, hier nach rechts und links zu schießen, ey. Stärken. Oh, scheiße, das war's. Das ist es nun gewesen. Macht nichts. Ich werde es schaffen. Ihr könnt nach dem Gefecht keinen klaren Gedanken fassen. Vielleicht durch einen erlittenen Schlag an den Kopf und nun werdet ihr auf den Kopfschmerzen geplagt. Eure Intelligenz. Okay, das ist übel. Aber wo haben die jetzt so viele Leute hergehabt? Das würde mich mal interessieren. So ein Mist. Gut, dann sind wir jetzt halt wieder kein Marschall mehr. Charakter. Minus 1, ja gut. Charakterfähigkeitspunkte minus 1, das ist natürlich sehr gut. Gut, ich schau mal, wie es jetzt aussieht, was jetzt eigentlich Sache ist, wie wir vorankommen, wie wir weitermachen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Ciao.